Herzlich willkommen hier in der Galeriekunstfabrik zur Ausstellung von der Deborah Senge. Was mir bei deinen Arbeiten als erstes aufgefallen ist, oder mein Zugang ist immer so, dass ich versuche, quasi aus meinem eigenen Dasein irgendwelche Anhaltspunkte zu finden. Und was mein erster Gedanke war, als ich deine Arbeiten gesehen habe, und das war aus der Serie Heimsuchung, sind mir die intensiven Farben aufgefallen, was eine sehr oberflächliche Betrachtung ist, aber es war dann gar nicht so gemein. Und dann, was es mich eigentlich erinnert hat, waren an die Technicolor-Filme aus den 50er Jahren, weil die auch so farbenfroh sind und ganz viel auf Farbe setzen, quasi absichtlich, um diese heitere Welt darzustellen. Und das hat ja auch was mit deinen Arbeiten zu tun. Und dann erst, wenn man näher geht und stehen bleibt und genau hinschaut, sieht man eigentlich, dass es eben gar nicht die heile Welt ist, sondern das Gegenteil. Genau, das ist ja meine Arbeit oft so, dass ich versuche, am ersten Weg durchaus über einen humoristischen Weg, über einen freundlichen Weg zu kommen und erst auf den zweiten Blick erkennbar mache, was dahinter steckt, nämlich, dass ich sehr oft ja Probleme unserer Gesellschaft darstelle und sie sind ja bekanntlich nicht lustig. Genau, womit wir quasi bei der aktuellen Serie wären, die den Titel Heimsuchung trägt, die ja auch schon ein sehr liebliches Sujet hat, nämlich so das Nachtkastel, das man zu Hause hat, oder das Bücherregal. Und wenn man dann aber schaut, ist das, was auf diesem Nachtkastel und auf dem Bücherregal ist, eigentlich kein Spaß, sozusagen. Naja, es ist eine Mischung. Es ist einerseits, es kommen da verschiedene Stränge für mich hinein. Einerseits, sage ich immer, dass die Esoterik eine Rolle spielt. Also die Engel stellen für mich dar, quasi die Sehnsüchte, die wir Menschen haben, durchaus auch, dass die Geschäftemacherei, die mit unseren Wünschen und Sehnsüchten und Mankos irgendwie gemacht werden. Sie stellen natürlich auch quasi unsere Persönlichkeit dar, was wir sammeln, womit wir uns umgeben, mit diesen Scheußlichkeiten dieser Welt, die wir nach Hause tragen oder getragen bekommen, die wir dann ansammeln. Wir kennen das auch zum Beispiel aus Liebesgeschichten und Heiratssachen, bin ich immer ganz angetan von diesen Schwanks in die Regale und Nischen der diversen Wohnungen und das miteinander. Aber dann ist doch noch der eigentliche Faktor, dieser Verfremdungsmoment, wo eines dieser Gegenstände, meistens eben der Engel, dann nicht so ist, wie er eigentlich scheinen mag. Was mich noch interessieren würde, ist, weil deine Arbeit, wie du schon gesagt hast, doch sehr gesellschaftskritisch sind und auch sehr politisch auch sind und sehr zeitkritisch sind, wie siehst du das eigentlich als Künstlerin? Ist das dann für dich, dass du sagst, quasi als Künstlerin, du wirst die Welt verändern und deshalb machst du es, oder ist es etwas, was dich beschäftigt und was du dann auf die Leinwand bringen musst und dann ist es schon gesagt? Nein, für mich ist es eher mein persönliches Ventil, weil wenn ich die Welt retten könnte, hätte ich nichts dagegen. Das würde mich sehr freuen, wenn mir das gelänge, aber das gelingt ja sowieso niemandem, wie man sieht. Es sind Themen, die mich beschäftigen, Themen, die mich belasten zum Teil, Themen, die mir nahe gehen, die ich für mich künstlerisch umsetze. Ich finde einfach, dass die Kunst die unglaubliche Möglichkeit hat, diese Dinge darzustellen. In vielen Berufen geht das ja quasi von Grund auf nicht. Und ich biete dem Publikum, Ihnen und jedem anderen Publikum, die Möglichkeit, meine Sichtweise darzustellen, was auch immer daraus, was Sie damit machen oder was Sie darin sehen. Man kann nicht immer nur das drin sehen, was man drin sehen möchte, ist klar. Aber das ist quasi mein Angebot, Ihnen ein bisschen meine Sichtweise oder meine Gedanken mitzuteilen über meine Arbeit.